Ja, hallihallo, ich bin der Game-Demon und begrüße euch auf Cloudplay. Alone in the Dark begleitet mich schon ziemlich lange. Genauer genommen eigentlich seit 1992. Da habe ich mich das Original gespielt. Und vor ein paar Monaten habe ich das auch nochmal gespielt. War wie ein neues Spiel, weil ich mich nicht mehr an so viel erinnern konnte. Aber naja, gut. Es soll ja ein Remake des ersten Teils geben. Und da freue ich mich wirklich auch schon ziemlich drauf. Also es wird bestimmt ein Megaspiel. Ich hoffe es zumindest. Und dafür ist jetzt der Prolog erschienen. Ich würde sagen, auf. Wir gucken uns den Prolog jetzt an und hoffen, dass das genauso genial ist wie das Original. Aber ich denke mal schon. Los geht's. Okay, Alone in the Dark Ways. Mal gucken, was das für einen Hintergrund hat. Ah, das Herrenhaus. Sehr schön. Oh, was gibt es denn für Einstellungen? Oh gut, da kann man sich das Layout mal angucken. Okay, mit L2 untersuchen. Okay. Ah ja, ein paar Grafikmodi. Qualität und Leistung. Ehrlich gesagt, ich werde es mal auf Qualität probieren. Aber ich will mal sehen. Schatten, natürlich, helle Töne. Achso, ja gut. Ich würde gerne die beste Qualität daraus kriegen, weil ich finde, das Spiel, zumindest früher, lebte von der Atmosphäre. So. Mal gucken. Und so mega schnell ist, dürfte es normalerweise auch nicht sein. Na, mal schauen. Ich meine, wir können ja mal umschalten zwischenzeitlich. Jetzt halte ich erstmal die Klappe im Moment. Okay. I can't wait to paint this. Gonna give it a big mustache. Mal sagt untersuchen. Ah, mit untersuchen kommt man ja dran. Okay. Sehr cool. Okay, kann ich wegschieben? Not my best work, if I'm being honest. Mir zugegeben, da warst du gerade so ein bisschen erschrocken. Naja, ich weiß, ich muss da durch, aber erstmal gucken. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Zeigt auch an, dass wir einen Schlüssel brauchen. Okay, spannend. Mach ich irgendwo rennen oder so? Okay, Badezimmer.
Mal sehen, was da rauskommt. Ne? Doch nicht. Cassandra should be more careful with her medicine. Genau, hier ist ein Kind im Haus. Gut. Oh goodness, you scared me. What are you up to, Jeremy? I have to tell someone what is going on here. I have to try. You're not one of them, are you? Please tell me, Grace. You're not a spy, are you? Who's spy? Them. The others. All of them. No, you're too innocent. I'm too innocent. I need to get this letter to my niece. She would understand. Just give it to the clerk, Mr. Waits, and he'll post it. No. He could be in on it. What if he won't post my letter? Then don't make it look like it's one of yours. Here, let me do it. Miss Emily Hartwood, Dauphin Street, New Orleans. You don't have the number? Not sure the postman's gonna find it without... Okay. I'll just post it myself then. Oh, war der Lackenschüssel, habe ich gerade gesehen. I'll just take this letter downstairs to the clerk's office myself. Uh-oh, Cassandra, I'm touching your typewriter. Den nehmen wir mit. Okay, danke. I wish Batiste would drive me around all day. Maybe if I broke my leg. Was ist immer noch so die Soundkulisse und sowas? Ist auf jeden Fall super für die Atmosphäre. So. Auch ziemlich wichtig. Das Ganze erinnert mich irgendwo an ein älteres, so ein Zwischenspiel, das war auch so ein Prolog quasi. Zwischen Teil 1 und Teil 2 gab es auch so einen Prolog, auch mit Kindern. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen dran. Eigentlich ganz cool. Okay. Sind gruselig, die. Okay. Da komme ich nicht runter, oder? Doch, komme ich. Ach ja, ich muss ja auch runter, als sie sagt. Aber na ja, gut. Lass mal gucken, was es noch so gibt. Ist schon so cool, so diese Partikel, die man da so sieht. Oder... Ist das Partikel? Ja, doch, ne? Ganz cool. So, kommen wir hier lang. Brauche ich wieder einen Schlüssel, ne? Ja, jetzt gucken wir mal kurz, wie das, wenn ich jetzt die Anzeige umstelle. Auswählen, X. Das jetzt, ja. So. Okay. Also irgendwie, die Nebelschwarten sehen irgendwie nicht so geil aus gerade. War das gerade auch so? Ja, ist genau so. Na gut. Einbildung ist auch eine Bildung. Egal.
So. Gucken wir mal hier nochmal. So, sorry, dass ich jetzt hier ein bisschen rumprobiere, aber man muss das ja mal austesten. Okay. Hm. Das sieht eigentlich auch gut aus. Gut, werde das aber mal auf Qualität lassen. Ah, doch, die Schatten sehen auf jeden Fall etwas geiler aus, beziehungsweise sind die besser da, da. Und die Lichtstimmung. Und jetzt habe ich hier wieder Nebelschwarten. Von der, ja, okay. Ja, nee. Also bei Alone in the Dark muss man auf jeden Fall Effekte haben und so und Stimmung. Weil davon lebt das Spiel einfach. Boah! Alter! Boah! Hui! Jumpscare. Ja, ja. Aber überhaupt nicht erschrocken hier gerade. So. Ist immer noch da, das Vieh? Nee, ne? Jetzt geht die nicht herunter. Und nu? Hallo, Mr. Bear. Ah, warte mal, da ist was. Uiuiui. Das alles für einen Brief. Uiui. So, komm, weiter. So, bloß weg hier. Ja, also... Cthulhu ist wieder drin. Sehr schön. Also ich denke zumindest, dass ja diese H.P. Lovecraft Parallelen, oder Parallelen, das ist ja, also Alone in the Dark, der erste Teil, ja, oder die alte Serie, die hat ja diese, also spielt ja in diesem H.P. Lovecraft-Universum, ne? Und da sind ja so mystische Monster und sowas an der Tagesordnung. Okay. Was haben wir jetzt hier? Hm. Okay, zwei Türen. Können wir da durchgucken? Hm. Okay, Schlüssel. Ah, überall Schlüssel. Dann müssen wir mal auf die Suche gehen hier. So, haben wir hier noch irgendwas, was wir finden können? Nö. Metropolis. Wo ist Superman? Mal ein bisschen Bilder angucken. Gibt's hier eigentlich was drin? Nee. Okay. Achso. Ja. Klettern wir halt dadurch, geht auch. Thank you.
Okay. Ja, das ist doch mal sowas. Der Brief ist schon mal angekommen. Last night I dreamt that my uncle hung himself in the attic, that we were too late. The house looked different, but it was still called Dorsetto. Definitely a weird place. Feels like I've been here before. I just can't think why. Let's not waste any time, Detective. Yeah, you're right. Let's go get your uncle, Miss Hartwig. Ah, schade. Ja, das war leider schon der Prolog. Nicht so riesig, aber die Stimmung ist super. Also gefällt mir gut. Und so der Anfang, wenn das Auto so rankommt, ist wie bei Alone in the Dark 1, also den Originalen. Das ist schon cool. Bisschen kurz vielleicht, ne? Also, aber ja, macht Lust auf mehr auf jeden Fall. Grafik gefällt mir gut. Stimmung ist auch super. Jetzt vorbestimmen kann man, glaube ich, machen, ne? Macht einen guten Eindruck. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es ein bisschen kurz war, aber das war Alone in the Dark, der Prolog. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Game-Man. Tschüss. Bis hoffentlich zur Vollversion. Da gibt es dann definitiv wieder ein Let's Play. Bis dann. Tschüss.